Für mich ist Stricken Yoga für die Seele. Das ist wieder Meditation für mich. Man kann es als Droge bezeichnen. In Annettes Strickeria in Montabaur wird leidenschaftlich gerne gestrickt. Ob Mützen, Schals oder Pullover, Stricken ist Trend. Seit wann wird gestrickt? Eine der ältesten gestrickten Socken wurden im 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus in Ägypten gefunden. Allerdings wurden sie mit einer anderen Technik gestrickt, als wir es heute kennen. Forscher vermuten, dass die Mauren, als sie nach Spanien kamen, die ersten Stricktechniken eingeführt haben, das Makramee. Wissenschaftlich gesichert ist das aber nicht. Im Mittelalter wurde Stricken dann zum handwerklichen Beruf. Wie wird gestrickt? Meist wird heute mit zwei oder mehr Nadeln gestrickt. Die Grundtechnik sind rechte und linke Maschen. Die meisten Anfänger lernen die Technik recht schnell, aber wo die meisten Probleme mit haben, ist eine Anleitung zu lesen. Man muss halt eben sich das ein paar Mal durchlesen, bis man das richtig verstanden hat. Stricken lernen geht in Strickkursen, wie sie auch in Montabaur angeboten werden. Oder ganz einfach mit Do-it-yourself-Videos im Internet. Heute geht es ums Stricken. Die Videos zeigen, wie Anfänger beispielsweise Maschen aufnehmen müssen. Man kriegt alles erklärt, ob rechte Maschen, linke Maschen, Abketten, egal was, Muster, man kriegt alles erklärt. Auch Schritt für Schritt erklärt. Gerade werden passend zur Jahreszeit Mützen und Schals in allen erdenklichen Farben und Formen gestrickt. Ein neuer Trend der letzten Jahre ist auch, mit den Händen zu stricken. Mit welchen Materialien wird gestrickt? Hauptsächlich wird klassische Schafswolle, zum Beispiel vom Merino-Schaf, verwendet. Teurer ist die Wolle von der Kaschmirziege. Hier wird die Wolle nur rausgekämmt. Pro Tier ergibt das nur 300 Gramm. Aber auch exotische Tiere wie Kamele geben Wolle. Das Haar lässt sich leicht rausziehen. Genau wie bei den Alpakas. Beide sind besonders warm und strapazierfähig. Für den Anfang Merino oder Schurwolle. Und zwar deswegen, weil Schurwolle ist günstiger wie Alpaka oder Kaschmir halt eben. Und für den Anfang reicht das auch mit der Wolle. Nachdem das Tier geschoren wurde, wird die Wolle als erstes kardiert. Das heißt, die Fasern werden in eine Richtung gekämmt. Aus dem so entstandenen Vlies wird dann der Wollfaden hergestellt. Für wen ist Stricken geeignet? Bis vor ein paar Jahren sah Stricken eher so aus. Ein altbackenes Hobby für geduldige Omas. Zum Zeitvertreib und weil es ein gutes Werk ist. Heute ist Stricken ein Statement. Sogenannte Strickguerillas verschönern sogar unsere Städte damit. Annette Kurzhals strickt seit mehr als 30 Jahren. Stricken inspiriert sie immer wieder aufs Neue. Man ist kreativ. Man kann sich sein Pullover, seine Mütze, sein Schal so gestalten, wie man möchte. Welche Farbe, welche Größe. Man geht in ein Geschäft und sucht einen Pullover in der Farbe, findet ihn nicht. So kann man ihn schön selbst stricken. Für einige Psychologen zählt Stricken sogar zu den Entspannungstechniken. Es soll Stress beseitigen und den Gedanken ermöglichen, ohne Ziel umherzuschweifen. Fazit: Stricken ist schon lange kein altbackenes Hobby mehr. Seine Ursprünge sind bis heute zwar weitgehend unbekannt, aber immer mehr Menschen greifen wieder zur Nadel. Als Material ist die klassische Schafswolle sehr beliebt, aber auch das teure Alpaka kommt immer mehr zum Einsatz. Stricken kann jeder einfach lernen und es soll sogar eine meditative Wirkung haben.